Jo Leute, herzlich willkommen zu meinem, naja, man könnte schon fast sagen Spezialvideo, weil wenn ich jetzt dieses Video aufmache, ist der Tag da, was sagen wir, Mittwoch, den 28. Oktober, das Jahr 2020. Und am 29. Oktober habe ich Geburtstag, aber ich bin halt gemeinsam mit meiner Mama einkaufen gegangen und habe mir gedacht, ich kaufe mein neues Handy, weil mit diesem Huawei-Handy, naja, halte ich nicht mehr so viel wie früher und habe mir gedacht, ich zeige mein neues Handy her, was ich gekauft habe, bin Hartlauer und ja, ich zeige es einmal, bevor ich da ewig Rede halte. Dreimal so. So, das ist dieses gute Stück, das heißt Beafone M6 Premium. Und von den Testsieger ist es als gut bewertet worden. Da zeige ich euch das geile Handy. So, und die ganzen Sprachmöglichkeiten, was man wahrscheinlich einstellen kann, aber ich kann sowieso nur Deutsch, also ist das eh hinfällig. Gehe ich das jetzt auf? Ja, das ist wahrscheinlich Gebrauchsanleitung oder so. SIM-Karten ist schon drin in meinem Handy. Und das habe ich gekauft. Ich kenne nur 64 GB, aber jetzt haben sie sogar 128 GB. Ich hoffe, es klappt auf mein Handy, weil da habe ich nur 30 Euro bezahlt. Ist auch eigentlich teuer für so eine kleine Karte, aber ich brauche sehr viel Speicher. Nein, Blödsinn. Das ist die Gebrauchsanleitung auf Deutsch, wenn man sich nicht auskennt mit diesem Handy oder so. Ich zeige es kurz her. Alles, was man wissen möchte, über das Handy steht da drinnen. Auf Deutsch, ja, da ist die Zahl der Seiten, was man dazu braucht. Ja, so, dass man jetzt sieht, das ist die Gebrauchsanleitung und das ist das neue Handy, was ich gekauft habe. Und ja, von hinten kann ich es nicht herzeigen, weil ich hinten nämlich schon meine Handynummer draufgeklebt habe. Also kann ich euch von hinten leider nicht zeigen. Weil ich sonst Angst habe, dass ich mir meine Handynummer aufschreiben könnte. Okay, warte. So. Versuche ich da mein Passwort einzugeben. Ah, das darf ich nicht herzeigen, weil das ist ja privat, das Passwort. Das darf ich nicht herzeigen. So, jetzt da wieder. Das hat ungefähr so aus. Ja, da hat man natürlich schon wer geschrieben, weil ich habe es erst neu gekauft. Ich habe nur von meiner Mama eigentlich die Handynummer drin, sonst nichts. Das haben meine anderen ganzen paar Sachen, was ich hab. Und ja, dieses Handy hat insgesamt gekostet. Jetzt weiß ich nicht, wo der Zettel ist. Kann ich auch herzeigen, weil ich ja Geburtstag habe, ja, mehr oder weniger, ja, morgen halt. Haben meine Mama das Handy bezahlt. Und die SIM-Karte musste ich nicht zahlen. Bitte schön, der Beweis, dass ich bin Hautlauer war. Das hat meine Mama finanziert alles. Dieses Handy selbst mit der Karte und ja, SIM-Karten und dass ich halt mir nichts selber zahlen muss. Außerdem hat mir die Mama 200 Euro Bonus mitgegeben, weil ich ihr Geburtstag, wie gesagt, habe. Weil eigentlich gehe ich im Monat nur 400 Euro. Aber so gesagt, es sind es einmal 600 Euro. Und ja, da hat mir wer was geschrieben. Aber das schaue ich mir später an. Aha, ja, wurscht. Also, jetzt habe ich sonst noch was zu mir zeigen. Das sind noch die anderen Apps, was ich habe. Und ja, ich habe schon ein bisschen ausprobiert und getestet das Handy. Mir taugt's. Ich bin stolz auf dieses Handy, ja. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, der sich das anschaut. Da sage ich immer Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.